Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und der deutsche Kanzler Olaf Scholz sind kein Dreamteam. Als jüngster Tiefpunkt gilt, dass Macron einen Tag vor Scholz verlautbaren hat lassen, welches Kriegsgerät er in die Ukraine liefern will. Die vielbeschworene Achse Paris-Berlin ist aus der Spur. Umso erstaunlicher ist, dass Frankreich bei der Rente Deutschland zum Vorbild auserkoren hat. Zwischen Flensburg und Freilassing wird das Renteneintrittsalter bekanntlich bis 2031 stufenweise auf 67 Jahre erhöht. Als erstes davon betroffen wird der Jahrgang 1964 sein. In Frankreich bastelt Macron ebenfalls schon länger an einer Rentenreform. Das heute geltende Renteneintrittsalter von 62 Jahren soll auf 64 oder 65 Jahre erhöht werden. Wie es aussieht, läuft es auf eine Regelarbeitszeit bis 64 oder 43 Beitragsjahre für eine abschlagsfreie Rente hinaus. Nur die über 65-Jährigen unterstützen die Pläne. Die große Mehrheit der traditionell streikfreudigen Franzosen bereitet sich Umfragen zufolge aber bereits auf Demonstrationen und Protestkundgebungen vor. Beim letzten Versuch Macrons, die Rente zu reformieren, waren es Hunderttausende, die im Winter 2019-2020 auf die Straße gingen und die Grand Nation in weiten Teilen mit Streiks lahmlegten. Macron ist dennoch überzeugt, Zitat, die Menschen in Frankreich müssen etwas mehr arbeiten. Und, Zitat, ich wünsche uns, dass wir es schaffen, durch unsere Arbeit und unseren Einsatz ein stärkeres Frankreich zu schaffen. Ansonsten ließen sich der Sozialstaat und die Rentenzahlungen nicht auf dem heutigen Niveau aufrechterhalten.